Und jetzt kommt Sky Chase Zone und ich bin auf diesem Helikopter. Helikopter? Blödsinn, das ist ein Flugzeug, Mann. Peinlich. Ich hab's nie gesagt. Du hast es gesagt. Ja, du, genau du. Du vor dem Bildschirm hast es gesagt. Hör auf, mir immer solche Sachen in den Mund zu legen. So. Okay, das ist ziemlich Chili Vanilli hier. Also hier sind Luftschildkröten. Ich meine, wer kommt drauf, Schildkröten in ein Spiel einzubauen? So. Und ich kann das Ding immer hoch und runter steuern. Aber links und rechts kommt er immer mit mir. Also theoretisch fallen kann ich wohl nicht. Oh, erwischt nämlich nochmal hier. Ich mag die Schildkröte viel mehr als mein eigenes Flugzeug. Was? Ey, das mache ich bestimmt nicht nochmal hier. Und zack, stopp. Und gib mir Ringe. Und hier stirbt. Okay, es ist nicht wirklich schwer, auch wenn es eigentlich irgendwie schon schwer ist, weil ich hier ständig getroffen werde. Oh fuck, ich kann mich nicht ducken. Und ich habe keine Ringe mehr. So viel zum Thema, es ist nicht schwer. Gib mir die Ringe. Ich weiß nicht, ob es einfach schwer ist oder ich mich dumm anstelle. Ich glaube, ich stelle mich gerade nur ein bisschen dämlich an. Und hier haben wir Land. Es ist noch ein viel dickeres. Ich denke mal, so ein Kampf. Hier, so ein Luftschiff. Ja, genau, ein Luftschiff. Oder irgendwie sowas in der Art. Und da unten ist voll das hitzige, na, halt der Jetpack-Antrieb, ne? Wie halt bei einer Rakete. Und, boah, du Scheiße, Alter. Und ich habe noch mit Glück ausweichen können. Komm, jetzt mache ich hier die dickste Combo. 1000 ist die Maximal-Combo. Ich kenne es nur so, was die Maximal-Combo ein Leben ergibt. Na gut, man darf ja nicht zu viel erwarten. Geh weg, Tails. Ich bin jetzt auf der Schildkröte. Schildkröten sind viel zuverlässiger als du. Ah, stopp. Und trotzdem töte ich ihre kleinen Kumpanen. Das ist nicht nett. Und jetzt bewegt er sich automatisch. Und da kommt die Wing Fortress Zone. Und ich erinnere mich noch, dass das wirklich scheiße ist. Es ist scheiße und ich mag dieses Level nicht. Ich werde erstmal hier lang geschleudert. Ich habe ja noch 6 Leben. So. Lauf hier lang. Ach ja, hier werde ich hochgeschleudert. Okay. Cool. Wow, okay. Chill. Und ich muss auf die Plattform. Ich glaube, da unten sterbe ich. Das Feuer darf ich berühren. Ja, es ist nur Hintergrund. Man denkt, man wird getroffen, aber eigentlich nicht. Was? Ja, er hält sich nicht weiter dran fest. Es ist Fairness pur. Möchte man meinen. Okay, okay, okay. Ich mag dieses Level nicht. Denke ich. Dann renne ich mal hier lang und töte das Huhn. Jetzt will ich da oben lang. Ah, ein Schild. Aber nicht für mich, verdammt. Okay, kein Schild für mich. Nicht zu stürmisch hier lang. Stürmisch. Stürmisch. Stürmisch? Oh mein Gott, was labere ich mal wieder. Egal. Hauptsache auf alle Plattformen hier drauf. Und jetzt bin ich hier und kann ich darauf? Nein, aber ich kann mich treffen lassen. Das ist fast genauso gut. Ich habe keine Ringe mehr. Ah, hier sind welche. Okay. Huhn. Verdammt. Trifft mich immer wieder. Aber es verwandelt sich in einen Adler und ich... Was ist das? Okay, es kann mich treffen, aber ich ist nichts und habe wieder keine Ringe. Oh Mann. Ja. Das war ein Husten. Und jetzt... Also ich kann nur hier drauf, wenn... Ja, so. Warte, was? Links oder rechts? Okay, da kann ich anscheinend nicht hoch. Aber hier gibt es einen super Turbo-Boost. Und hier gibt es ein Leben. Moment, das will ich aber haben. Was? Ich habe es runtergeschmissen. Okay. Hauptsache, ich hol's mir. Und laufe mit meinem Super-Speed hier rum. Ich habe einen Checkpoint erwischt. Und wurde erwischt selbst. Ja. Wow, Unbesiegbarkeit. Wer will mich jetzt noch aufhalten? Hm? Na, vielleicht irgendwas, was mich zerquetscht oder so. Ich meine, Unbesiegbarkeit heißt noch lange nicht, dass ich etwas sowas wie unbesiegbar bin. So ist es leider nicht. Aber ich werde weggeschleudert und jetzt geht's hier mal weiter nach unten und rauf und hier lang und... Okay, wofür sind die genau gut? Um mich von Hühnern treffen zu lassen, jawohl.
Hier ist ein Bringer und hier werde ich hochgeschleudert und hier werde ich hochgeschleudert und hier werde ich hochgeschleudert. Okay, ich bin ja schon fertig. Jetzt gehe ich hier lang. Ach so, so wie bei dieser Wasserzone bei Sonic 1. Ich kann manuell entscheiden. Moment, ich gehe mal hier rauf. Dann gehe ich hier rauf. Dann gehe ich... Ach du Scheiße, ich weiß gar nicht, was Boden ist und was nicht. Aber das hier ist eine Plattform. Und das hier ist ein Checkpoint. Und... Oh Gott. Okay, es sind immer diese Dinger da. Seht ihr es vor mir? Die mich immer rumschleudern. Boah, das war gemein. Aber das wusste ich noch. Deswegen. Sonst wird man hier einfach... Man landet auf diesem Teil hier und wird direkt in eine Schlucht geschleudert und man stirbt. Also für Leute, die es echt zum ersten Mal spielen, ist es ziemlich gemein. Aber ich glaube, so ab hier ist das Spiel dann auch blind. Ich glaube, ich habe es über diese Stelle gemacht und... Ja, ab hier weiß ich nicht mehr weiter. Okay, wo gehe ich denn am besten lang? Ich denke mal hier. Ist gut. Dann hier hoch. Okay, es gibt mir nur ein paar Ringe. Und dann hier runter. Wow, oder da lang? Ich habe gar keine Ahnung, wo ich hier bin jetzt. Bin ich hier überhaupt noch irgendwo? Ja. Dann gehe ich hier hoch. Da hier hoch. Und hier hoch. Nee. Aber hier lang. Ja, da hoch. Checkpoint, 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 Checkpoint! Schön. Was ist das? Ich berühre es wohl lieber. Ah. Boss! Ey, Eggman! Du Eiermann. Fuck. Ach, ich muss... Ah, okay, ich muss wahrscheinlich auf die Plattform drauf. Ja, genau so. Auf die Plattform drauf. Ja, klar. Einmal getroffen, dann geht schon wieder gar nichts mehr. Und da muss ich es immer so treffen, ja. Ach, das Ding selber kann auch noch schießen. Okay. Wird immer besser. So, dann zack. Jetzt schießt er, oder? Jetzt schießt er. Oh, Mann. Hoho, das ist echt voll gemein, Mann. Jetzt schießt er. Einmal treffen. Geht noch. Bitte triff mich nicht. Okay. Dann auf einen dieser Teile hier drauf. Und Treffer. Und nicht treffen lassen selbst. Ah. Wo ist mein Ring? Wo ist mein... Wo ist mein Ring, Alter? Ich will den sammeln. Ja, da oben. Habt ihr das gesehen? Der ist da oben gewesen. Ist ja echt gut. Boah. Boah, das ist gemein. Ich durfte gar nicht ausweichen. Okay, okay. Das ist echt nicht cool. Und mein Ring war irgendwo da oben. Jetzt gehe ich dann... Okay, ich muss da drauf. Jetzt gehe ich nach links. Ach so, das sah aus, als würden es so viele Wege hier geben. Aber dem ist nicht so. Und hier kriege ich auf jeden Fall keinen Schaden, wenn ich das berühre an sich. Boah, ich mag diesen Boss aber schon überhaupt nicht. Ja, klar. Ja, keine... Ich bin schon tot. Ist ja klar. Ich werde irgendwie durchgeglitscht und dann werde ich direkt... Also alle Ringe sind dann oben irgendwo und ich krieg gar keinen davon ab und... Es ist kein guter Boss. Ah, noch... Okay, ich warte jetzt am besten, bis alle drei von diesen Stacheln da sind. Bevor der wieder unverschämt wird. So, jetzt warte ich, bis er wieder aufgeht. Zwei Treffer genügen. Drei machen wir draus. So. Ah, okay. Nein, nein, nein. Gib mir einen Ring. Ich war eigentlich voll da drauf, aber dann war der doch daneben und ich lüge. So, zack. Ey, Mann, wieso zählt das nicht als Treffer? Das war voll der Treffer. Und das Ding war schon geöffnet. Okay, gerade kriege ich überhaupt nichts auf die Reihe, merke ich. Nur Überleben reicht leider nicht aus. Ich muss auch Treffer landen. Zum Beispiel hier. Oder hier. Oder okay, schnell weg da. Oh Mann. Zack. Und nein. Nein. Ey! Ich hatte diesen Ring. Ihr habt's gesehen. Ihr habt's gesehen. Ihr könnt alle bezeugen. Jeder von euch. Ich habe diesen Ring eingesammelt. Ja, tolle Scheiße. Jetzt habe ich wieder nichts. Jo, ich bin tot. Aber das ist nicht meine Schuld, es ist Segas Schuld. Segas Schuld daran, dass ich sterbe. Ich sammle Ringe und es wird entweder, die sind dann irgendwo oben, wo man ums Verrecken nicht rankommt. Ich meine, wie soll ich denn von hier auch da hoch? Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, da oben kommt der Ring. Oder er geht einfach durch mich durch. Das ist auch eine Option. Aber es ist einfach nicht gerecht.
So. Öffnen. Nein, kein Treffer. Aber ich werde getroffen. Krieg keinen Ring. Einen Ring kriege ich von 11 oder wie viele das waren. Wow. Das war ein cooler Treffer. Ich dachte eigentlich nur ich werde erwischt, aber er nicht. Also ich kann den von der Seite immer noch... Okay, das ist gut zu wissen. Könnte ich mir vielleicht zum Vorteil machen. Was? Ich werde... Ja, und der Ring ist da oben. Ich wurde von... Also als ich ihn getroffen habe, wurde ich direkt in einen dieser Stacheln geschleudert. Und dann, ja. Erscheint mein Ring da wieder irgendwo, wo ich ihn ums Verrecken nicht holen kann. Das ist nicht gut. Mal sehen. An sich, wenn man drüber nachdenkt, ist der Boss ja nicht unbedingt schwierig zu meistern. Es sind aber einfach nur die Umstände, die das... Der Unfairness... Ich darf trotzdem nicht durch. Jetzt darf ich durch. Muss ich da runter? Oder muss ich da lang? Ich habe keine Ahnung. Ah, ich krieg ein Leben. Jetzt muss ich da runter, oder wie? Ich darf... Okay, jetzt bewegt er sich automatisch. Ich habe noch ein Leben bekommen, das ist cool. Ich kann gerade nichts machen. Und muss ihm beim echt voll beim Wegfahren zusehen. Oh Mann. Hi Tails. Und jetzt geht's hinterher. Und ich darf immer noch nichts machen. So, mal sehen. Wo fahren die beiden Guten denn hin? So, nix wie... hoch? Da? Ich habe keine Ahnung. Cutscene und so, ne? Oder kann ich nicht? Darf nichts machen. Okay, er hängt sich ran wie ein tapferer Igel halt. Mir fällt die ganze Zeit auf, das Level war ja ohne Tails. Ist mir vorher gar nicht bewusst gewesen. Passiert denn noch irgendwas? Ich meine, sieht aus, als müsste ich irgendwas drücken, aber... Okay, wir fahren also zum Mond oder so, auf jeden Fall ins Weltall. So,